Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Im letzten Part haben wir quasi eine Schlacht aus der Vergangenheit gemacht, wo eben halt, ja, Ryota, der General, angegriffen wurde von Setch und vernichtet wurde. Wir haben Setch gesteuert und dann auch anschließend in der Arcade freigespielt. Zum Glück hat er eben halt eingesehen, dass nur Setch eben halt so ein böser, verräterischer Floraner ist und sich mit Mu vertragen. Was mir bei Nemission 2 abgeht, das weiß ich hingegen nicht. Wir steuern, glaube ich, die Kaiserin höchstpersönlich. Das kann interessant werden. Die gute alte Zeit. Zwei alte Freunde schwelgen in Erinnerung an ihre Jugend. Als ob wir gegen Emmerich antreten. Das ist wieder so ein Freundschaftswettel, okay? Es ist schön, euch wiederzusehen. Ebenso, Euer Majestät. Es ist viel zu lange her. Ich denke gern an die Zeit mit euch und Mercyval zurück. Ich vermisse ihn sehr. Ich ebenfalls. Wisst ihr noch, wie wir zu dritt trainiert haben? Wie könnte ich das vergessen? Es war eine gute Zeit. Ich konnte es jedoch nie mit euch oder dem König aufnehmen. Das habe ich ganz anders in Erinnerung. Wollen wir noch einmal einen Freundschaftskampf austragen? Der guten alten Zeit willen? Wieder sinnlose Soldatenleben opfern, obwohl wir die noch vielleicht gegen Walder brauchen? Ja, es wäre mir eine Ehre. Scheiß auf die Soldatenleben. Oh Mann, ey. Setz mir nicht so zu, Euer Hoheit. Unsinn, ich weiß nicht so gut, dass ich einen erfahrenen Kommandanten wie euch nicht unterschätzen sollte. Ich weiß aber nicht, was Tenri kann. Da oben, das ist einfach nur Deko. dreimal eine Festung sogar. What the fuck, warum? Gut, bringt uns nichts. Kann ich bitte mal einmal zusehen, was der Groove ist? Das ist super wichtig. Wie kriege ich das denn hin? Übersicht? Ne, was ist das? Codex, ja. Kommandanten, wie komme ich da hin? Ah ja. Tenri, jetzt bin ich gespannt. Wirbelsturm, Strategie. Training versetzt mit einem Tornado eine beliebige Einheit. Aha. Das ist geil. Das kann man offensiv und defensiv nutzen. Also ich kann zum Beispiel den Kommandanten zu mir holen und den dann vernichten. Ich kann es aber auch defensiv nutzen und erstmal eine starke Einheit wieder sehr weit weg befördern, wie man das hier auch sieht. Wirbelsturm kann Tenri, die effektive Mobilität einer Einheit, zum Beispiel ihre eigene, erhöhen. Ach, das kann man auch freundliche Einheiten auch verwenden. Heftig. Cool. Vor allem, ich kann die ja hier reinwerfen. Wir können die ja nichts machen. Ist ja geil, das ist cool, das ist interessant. Und die Musik gefällt mir von Tenri. Ist echt gut, die Musik. Was ist hier die Strategie? Also, wir können hier keine Einheiten bauen. Hat der Gegner einen Vorteil? Natürlich hat er einen immensen Vorteil. Was ist hier die Strategie, Leute? Wir haben nur einen einzelnen Bogenschützen. Fields Batman. Zwei Alchemisten, zwei Luftadern. Ich denke, die Strategie wird sein, dass wir uns hier einfach defensiv verharren. Oder nicht? Alchemisten, den stecken wir hier hin. Falls die Lufteinheiten kommen, hier machen wir ein bisschen Backup. Hunde brauchen wir nicht unbedingt. Infanterie brauchen wir nicht. Der steht da ganz gut. Kavallerie. Und dann mal nach da unten. Ja gut, die Pikeniere, die brauchen wir. Tauschen die Position mit den Hunden. Aber wir können auch hier unten uns ein bisschen besser verteilen, I guess. Hunde kann ich auch noch nach oben ziehen. Also mein Plan ist quasi, dass Tenri alles wegtankt. Ich werde die Einheiten gleich eh nochmal umpositionieren, je nachdem, was Emmerich halt macht. Halt viel mehr, ne?
Das erste Mal, dass wir gegen Emmerich antreten, ne? Hell Emmerich. Otterkorn. Ich muss es immer wieder sagen. Ich finde es so witzig. Ha, ist halt jetzt nicht rar. Wisst ihr was? Zug beenden. Scheiß auf. Was macht er? Was hat er vor? Halt, hier Mist geht schon mal nach vorne. Da müssen wir die Lufteinheiten schon mal wegbewegen. Aber wir vernichten die Lufteinheiten. Da müssen wir mal in die Offensive gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Lufteinheiten vernichten, sage ich schon. Den Alchemisten. Gehen wir jetzt in die Offensive? Eigentlich schon. Die anderen Einheiten kommen eh nicht so schnell nach. Ja. Let's go. Let's go. Tenri, du machst es schon. Vom Wind, der verweht. Ey, geile Animation. So ein fucking Wirbelsturm. Coole Sache. Hier können wir auch safe die Kavallerie angreifen. Boah! Macht das Schaden. Hoho! Sick. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Muss man aufpassen, dass wir dann nicht in Reichweite geraten. Schicken wir jetzt mal alle nach oben. Ja, dann mache ich das doch anders hier. Seht ihr ja schon. Die Bogenschützen müssen wir aber wirklich gut verteidigen, Leute. Den will ich nicht einfach verlieren. Ein Magier weniger. Ihr macht es mir doch nicht etwa absichtlich leicht. Oh, Hoheit. Das habe ich nie vor und werde ich auch niemals tun. Das war nett von dir. Bin ich sehr, sehr nett. Komm mal, euren scheiß Hund weg. Hey, wo ist mein Cursor? Da. Ich habe mir echt gerade nicht gesehen. Na gut. Den könnten wir vernichten oder den Hund vernichten, aber. Ist irgendwelche negativen Auswirkungen? Dann kommt Emmerich und macht mich kaputt, ne? Deswegen machen wir es nicht. Den Hund nutzen wir, um den Bogenschützen zu verteidigen. Perfekt. Gefällt mir. Mach mal. Es juckt mich nicht im geringsten. Zack. Der andere Hund will auch noch sterben. Super. So will ich mir es vorstellen. Wunderbar. Die hält aber nicht viel aus, kann das sein? Ja, da geht die Kavallerie. Aber ist in Ordnung. Haben wir getradet. Verliert Lufteinheit, um die Kavallerieeinheit zu vernichten. Nehme ich in Kauf. So, wie machen wir das jetzt hier? Den können wir vernichten. Tschüss, Mann. Müssen wir zusehen, dass wir die Alchemisten irgendwie im Griff bekommen. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist den hier rausnehmen. Das ist ein Muss. Genauso wie den Hund hier anzugreifen. Dann können wir mit den Bogenschützen eigentlich jetzt sogar den Alchemisten angreifen, ne? Dann machen wir erstmal das so, dass wir hier erstmal die Kavallerie angreifen. Dann können wir mit Tenri den Hund vernichten. Wir sollen jetzt nicht mehr die Offensiv benutzen, die schon sehr geschwächt ist. Und den Alchemisten können wir jetzt mit dem Hund beißen. Macht nicht allzu viel Schaden, ne? Macht echt nicht so viel Schaden. Scheiße. Der Bogenschütze ist ein Arsch. Der muss weg. Machst du wie folgt.
So. Passt schon. Dann können wir den nämlich hier mit dem Hund finishen. Und der andere Hund benutze ich nur als Schild. Ist eh nichts wert. Die Hunde kannst du vergessen. Die Alchemisten zu beschützen. An dieser Brücke waren wir drei zum allerletzten Mal zusammen. Ihr, Merzival und ich, ihr müsst nach Kirchenstein zurückkehren, zur Geburt der Prinzessin. Und nun ist sie Königin. Wo sind nur all die Jahre hin? Sieht gar nicht so alt aus, ey. Tenri. Ach, RIP. Dafür, dass die Lüfte beherrscht, sollt ihr wenig besser auf euer Tengu auffassen. Wie heißt es dort, das Schweigen nährt dem Schlaf gleichsam die Klugheit. Scheiß doch einfach auf die Lufteinheit. Auf die Hunde sowieso. Dafür ist der Bogenschütze halt geschwächt. Schränkt mich übelst ein. Euer Groove funktioniert immer noch Luftmagie. Magie, Emric, ich nenne es Wissen und Technik. Mit meinen Tornados kann ich Freund wie Feind an einen anderen Ort versetzen. Ja, GG, well played, würde ich sagen, ne? Weil der Alchemist, der wird jetzt schön verschwinden. Der wird jetzt schön verschwinden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Oh, oh, au revoir. Guck mal, der kommt hier nicht mehr hin. Der ist einfach weg. Der ist einfach tot jetzt quasi. Gar keinen Nutzen mehr. So lobe ich mir das, Leute. Und tschüss, Mann. Und tschüss, Mann. Ah, hat's überlebt. Dammit. Und den können wir rausnehmen. Zack. Den Hund hier halt finishen. Ah, das Problem ist... Das Problem ist, dass die Speerträger wirklich nicht zu unterschätzen sind. Ich glaube... Doch, der Hund kann es finishen. Sehr gut. So, nur ein Speerträger und Emric selbst. Emric selbst kann ja nichts gegen Lufteinheit mehr machen, weil sein Alchemist, der hat sich ja jetzt verabschiedet. Soll ruhig die Städte hier einnehmen. Juckt mich nicht. Ja, das war's. Dead ist er. Dead. Na gut, aber es wäre das letzte Opfer, I guess. Das letzte Opfer. Ne, er überlebt. Krass. Vor allem kann ich ja jetzt die Heilung nutzen. Ja, richtig viel Cash. Der steht einfach nur, macht nichts mehr. Ja, das war's. So, hier müssen wir Emric irgendwie besänftigen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ach, den können wir nicht vernichten. Na komm, versuchen wir den erstmal auszuschalten. Hundi, verpiss dich. Brauchen wir eh nicht mehr. Ja, perfekt. Goodbye. Vielleicht kriegen wir ja nochmal den Wirbelsturm. Ich hätte einfach Emric nach oben schmeißen sollen. Hätten wir eh gewonnen gehabt. Denke ich zumindest, oder nicht? So, Emric, jetzt aber. Die Tengu. Sie greifen an. Wie bei Guild Wars, ne? Die Tengu. So chinesische Kämpfervögel halt. This should do the trick. Ja, Emric, einen Soldat nimmst du wahrscheinlich noch mit ins Grab. Aber das war's da auch. Nee, er verpisst sich. Warum? Junge, Emric, das ist eh vorbei. Du hast verloren. Schade, dass die andere Lufteinheit weg ist. Die bringen hier gerade am meisten, weil er sich halt nicht wehren kann. Ich benutze jetzt einfach die ganze Zeit die Heilung. Will die wieder fit haben. Ach. Scheiße. So viel zur Heilung. Doch kein Cash mehr. Warum habe ich denn kein Cash mehr? Ich müsste doch richtig viel Geld bekommen. So viele Städte wie da sind. Da habe ich falsch kalkuliert. Naja.
Macht einfach nichts mehr, okay. Ich krieg gar kein Geld. Oh, das wusste ich nicht. War aber auch nicht ersichtlich, Leute. Meiner Meinung nach kein Fehler meinerseits. Woher soll ich das denn wissen? Dass man hier kein Geld bekommt. Ich hätte halt drauf achten können, aber komm schon, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Na, ab diesem Zeitpunkt können wir den einfach attackieren. Ja, du und deine Tricks. Geht Schaden? Ordentlich. Das wird sehr eng für dich gerade. Sehr, sehr eng. Den Hund lasse ich da, den brauchen wir nicht mehr. Oh, er hat den Groove und benutzt ihn nicht. What the fuck? Nja, nja. Und Bogenschütze macht den Rest. Das war easy, Leute. Das war ja gar nicht schwer. Hey, hat doch noch nicht gereicht. Na dann, wissen wir ja, wer den Rest macht, ne? Get out of my sight. Boah, wie redet ihr auf einmal mit Emmerich? Beeindruckend, euer Hoheit. Ich habe von den Besten gelernt. Ihr habt mir es wirklich nicht leicht gemacht. Das war ebenso anspruchsvoll, wie ich erwartet hatte. Und so fesselnd wie in meiner Erinnerung. Ich wünschte nur, Merstival wäre ebenfalls hier. Wisst ihr noch, vor so vielen Jahren, als ihr und Merstival zu meiner Gründung kamt, meine Eltern waren gestorben. Ich erinnere mich daran, wie leer ich mich fühlte. Ihr wart gütig und unerschütterlich. Und ihr habt mir verboten, mich der Verzweiflung hinzugeben. Ich habe euch dafür niemals angemessen gedankt. Es ist zu spät, Merstival zu danken. Die Chance habe ich vertan. Doch immerhin kann ich euch sagen, wie dankbar ich euch bin. Es war und wird mir immer eine Ehre sein. Ja, cool. Beiden Best Friends Forever. Und Henry Fahre gespielt in Arcades. Cool. Sehr nice. Ja, damit haben wir die Nebenmission absolviert. Setch und Tenri freigespielt in der Arcade. Hier geht's wahrscheinlich mit Kapitel 5 weiter. Ja, so ist das auch. Leute, dann würde ich sagen, Daumen, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.